Okay, willkommen zurück zu Let's Play Donkey Kong 64. Und beim letzten Mal haben wir hier den Wunderwald betreten. Dann wollen wir gleich hier in diese Tür rein, wo wir beim letzten Mal geöffnet haben. Ich weiß nicht, warum ich darüber gelaufen bin. Wahrscheinlich, weil ich einen Port aktivieren wollte, genau. Okay, was ist hier drüben? Hier hat es einiges für Chunky einzusammeln. Und Leute, oh mein Gott, mein Hals tut mir jetzt schon weh. Und ich habe erst 5 Parts oder so aufgenommen. Von Paper Mario auch schon. Oh Mann, ey. Dö. Ich muss vielleicht doch eine Pause machen. Okay, hier hat es was für Tiny. Das können wir dann erst später machen. Okay, das muss ich mir alles merken. Ich kenne dieses Level nicht sonderlich gut, also. Ich glaube, hier hat es noch was für Chunky. Das können wir gleich öffnen. Bam. Ein Triangel. Sehr schön. Machen wir das gleich. Was auch immer das bewirken wird. Sehr schön. Okay, was kommt jetzt? Ah, jetzt dreht sich das Rad da, das draußen am Haus dran ist. Und ich glaube, meine Stimme hat sich auch gerade irgendwie verändert, oder? Ihr müsst es zugeben, meine Stimme hat sich verändert. Okay, jetzt dreht sich hier dieses Teil. Sehr schön. Dann haben wir das. Und ich glaube, man kann auch gleich das Teil, das hier mitnehmen. Hier drin gibt es nämlich nicht sonderlich viel mehr zu tun. Hier ist dann mehr für Tiny eine kleine Area, die man betreten muss. Und zack. Natürlich nehmen wir das Fass mit. Das ist sehr praktisch. Dann können wir da gleich in einen anderen Ort da rein. Yeah. Ich mag die Musik in diesem Level so. Die ist total cool. Okay, und dann können wir... geh weg. Dann können wir hier dieses Fass ablegen. Kann ich das hier... Ich möchte das irgendwie ablegen. Okay, und ich glaube, ich muss da auch irgendwie irgendwas aktivieren. Oder war das mit Donkey? Ich glaube, das war mit Donkey Kong. Oh Mann, ey. Jetzt muss ich diesen Code nochmal nachgucken. Ich weiß den Code nicht mehr, den Winkly Kong gezeigt hat. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss den gleich im Internet nachgucken. Also ich kann hier schon mal die Fässer alle hier aufs Laufband stellen. Ich weiß nicht, ob die da gespeichert werden, wenn ich den Raum verlasse. Das wäre ziemlich dumm, wenn nicht. Aber ich glaube, ich muss jetzt hier gleich mit Donkey Kong die Hebel da drücken. Oh Mann, ey, wie war der Code? Wie war der Code? Wenn ich Pech habe... Ja, ich habe total das Pech. Ich kann hier auch gar nichts machen, weil ich glaube, hier ist ein blauer Schalter. Okay, was war denn das für ein Sprung? Hallo, ich möchte da hoch. Hier ist ein blauer Schalter, glaube ich. Ich muss zuerst zu Cranky. Ja, blauer Schalter. Ich kann hier noch gar nichts machen. Tut mir leid, Leute, ich bin total unorganisiert. Gehen wir raus. Ich muss erstmal zu Cranky und erstmal das Level ein bisschen erforschen. Bevor ich hier weitermache. Wenn ich jetzt da nochmal reingehe. Sind denn die Fässer da? Ich muss das kurz überprüfen. Ne, die sind wieder am Ort, wo sie waren. Schade. Aber was wir machen können, ist hier gleich die Platte da. Die können wir hier gleich machen. Ah ne, das ist für Lanky. Oh Gott, ey. Gibt's hier einen Tausch was? Anscheinend nicht. Okay, Leute, ich gehe zurück zum Hauptareal, weil ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich hier tun sollte. Ich glaube, ich muss Cranky finden. Und wenn Cranky gerade da war, wo ich war, dann bin ich blöd. Okay, mal gucken, was es hier sonst noch so hat. Öffnen wir erstmal hier diese ganzen Türen. Gibt es hier keine für Donkey Kong? Okay, hier führen Bananen von Donkey hin. Also gibt es da sicherlich irgendwas für Donkey Kong. Nehme ich mal an. Oh ja, hier ist der große Pilz, genau. Ich glaube, hier ist auch Cranky irgendwo, wenn ich mich nicht irre. Kann gut sein. Hallo, ich möchte da hoch. Ja, okay, sehr schön. Ich glaube, da drüben irgendwo ist hier Cranky. Ich bin mir fast schon sicher. Hier ist was für Diddy, denke ich. Auf diesen Pilzen kann man draufspringen. Die machen so BAM. Okay, hier ist ein Tauschpass. Das brauche ich aber noch nicht. Ich möchte gerne Donkey bleiben. Ja, da drüben ist Cranky, seht ihr. Da kann ich gleich mit Donkey hier das Update holen, weil das ist ein erweiterter Sprung ist das, nämlich für blaue Platten. Du bist zurück, Donkey. Möchtest du nochmal mit dem Jetpack losdüsen? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte nur den Move kriegen. Ja, gib mir den nächsten Trank los. Ich habe genug Münzen. Ich habe viel zu viele Münzen. Super Primatenpower. Extra Kraftus Primatus. Seht ihr, jetzt kann ich hier blaue Schalter auch drücken. Wie den Schalter, den ich vorhin gerade gesehen habe. Oh Leute, ey, voll verplant bin ich.
Das können auch gleich alle Kongs machen, das ist sehr praktisch. Und das war's, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es da noch was gibt. Ich glaube, für Chunky könnte es noch was geben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Move für Chunky hier kriege. Die Platte meine ich. Ich werde es gleich mal überprüfen. Ich muss eh mit Chunky dann oben rein. Oh, hallo. Dann mal in den Pilz rein, muss ich mit Chunky, weil ich glaube, da gibt es mit Chunky einiges zu tun. Also ist das nicht schlimm, dass ich hier gleich Chunky auswähle. Und für die anderen Kongs gibt es da, glaube ich, nichts mehr. Bei Cranky, da gibt es dann nur noch einen anderen Move. Nee, ich möchte nicht mit dem Jetpack losdüsen, lass mich in Ruhe mit diesem Zeug. Okay, mehr gibt's nicht, schade. Gibt's da wohl erst im nächsten Level. Kann gut sein. Ja, mit Tiny haben wir die Platte auch noch nicht, den Move, oder? Ich glaube sie jedenfalls nicht. Okay, gehen wir hier rüber. Und oh, hier ist auch ein Tausch. Da kann ich gleich zu Lanky wechseln. Weil ich möchte gerne dieses Zeug hier einsammeln, dann verpasse ich das hier noch. Ach man, nee, das wäre voll scheiße. Einmal schön rundherum. Hier ist ganz schön viele Tauschfässer, fällt mir auf. Hat es da drüben auch gleich eins gehabt? Ich habe irgendwie das Gefühl, da hat irgendwas geleuchtet, oder? Habe ich die verpasst? Nee, oh mein Gott. Ich habe mich gerade nicht auf den Bildschirm geachtet. Ich musste gerade gucken, wie viel Zeit wir schon haben. Aber wir haben noch genug Zeit. Wir haben ja schließlich 15 Minuten. Sehr schön. Okay, hallo. Die Münze möchte ich schon gerne einsammeln, warum auch immer. Ich brauche die eigentlich nicht mehr, denke ich. Weil es gibt nur noch, für Lanky gibt es keinen Move mehr, denke ich, oder? Den er... Oh doch, noch. Sein Fass gibt es noch. Genau. Aber das kann ich erst im nächsten Level dann holen, denke ich. Okay, dann können wir hier rein, weil hier gibt es... Oh, hier gibt es schon wieder ein Tauschfass. Hier gibt es da tausende Tauschfässer. Hier gibt es, glaube ich, irgendwas zu betätigen für Tiny und Chunky, denke ich. Okay, gut. Oh ja, ein Ballon. Sehr schön. Schön, dass ich mit Lanky hier hochgegangen bin. Also, ob ich das gewusst hätte. Hallo, bitte. Danke. Und oh ja, da drüben, seht ihr? Da gibt es Schalter. Den kann ich auch gleich hinführen. Für Lanky betätigen. Der ist der hier. Und dann muss ich hier mit jedem Kong den Schalter betätigen. Oh mein Gott, voll nervig. Aber was sein muss, muss sein. Hallo, würdest du gerne wechseln? Danke. Kann ich den von hier aus treffen? Ich hoffe mal. Ja, das ist schön. Schön getroffen hat es das. Lanky hatte ich schon. Oh Mann, was machst du? So, dann mit Donkey. Der ist in der Mitte. Schön getroffen. Ich glaube, hier gibt es auch mit Donkey einen Schalter. Ja. Ich weiß nicht, kann ich den drücken? Oh, das ist mit Zeit. Auch klar, war ja klar. Jetzt habe ich schon wieder Zeit verschwendet. Ah, nein, das reicht nicht. Oh Mann. Jetzt können wir diesen Timer hier die ganze Zeit schön beobachten, obwohl das uns nichts bringt, weil ich noch hier diesen ganzen Mist aktivieren muss. Triffst du das? Sehr schön. Dann muss ich da nicht hochklettern. Und Tiny hatten wir noch nicht. Die hat hier auch noch einen Schalter. Yeah! Den da oben treffe ich das von hier, bitte. Ja. Und das lässt hier eine Kanone erscheinen. Das ist sehr praktisch. Mit dem könnten wir dann halt die Banane holen, die wir gerade mit Donkey da gemacht haben. Aber für Tiny gibt es ja auch einen Schalter. Ich weiß jetzt nicht, was der macht. Ich glaube nicht, dass da auch eine Kanone freigeschaltet wird. Okay, macht einen Stampfattacke. Nee, für die gibt es hier ein Fass. Okay. Ist das auch mit Zeit? Okay, dann gehen wir gleich zur Kanone hoch und dann muss ich gucken, wo das Fass da ist. Hier kriegt man auch schön die Musik aufgefüllt, sehr praktisch. Mal gucken, was sieht man das Fass hier schon irgendwo? Ich glaube, das ist da oben irgendwo. Oder? Ja, anscheinend nicht. Dann lasse ich mich halt fallen. Ich muss mich kurz orientieren, Leute. Ganz kurz. Anscheinend ist hier auch nichts. Da drüben ist es, oder? Nee, das ist nur so... Mann, ey. Oh, wie traurig ist hier die Affengeräusche. Ich glaube, ich hätte da hochlaufen müssen und nicht mit der Kanone. Oh, da ist der Kassblatt für Diddy. Muss ich mir auch merken. Okay, hier war das, glaube ich. Oh Mann, ich hätte da gar nicht hoch mit der Kanone mich hochschießen sollen. Ich hätte da hochlaufen müssen. Oh Mann, ich bin so blöd. Tut mir leid, Leute. Oh, ich hasse das immer. Wenn ich mir selbst zugucken müsste, ich sag's euch, ich würde das nicht aushalten. Diese Dummheit. Aber wir haben ja 15 Minuten. Okay, wie komm ich denn jetzt da hoch? Hallo, oh Mann, ey. Wenn du kriegst, ja schöne Musik hier so.
Ich mag die Musik in diesem Land. Ich mag die Musik allgemein in diesem Spiel. Das ist so toll. Und hier gibt es dann auch Bananen für Chunky. Chunky! War das hier? Da war drüben. Ich denke, es war hier drüben. Nee! Mann, ey, sag mir doch, wo das ist. Das schaffe ich wieder nicht, ich sag's euch. Nein, das schaffe ich nicht. Kann ich gleich wieder runterspringen. Oh Mann, ey! Leute, das hält mich auf! Aber wir haben ja 15 Minuten. Oh Mann, ey, der falsche Schalter. Jetzt muss ich da. Ich bin so schlecht. Ich würde hier nicht mehr zugucken, ich sag's euch. Ich kann es euch nicht übel nehmen, wenn ihr hier im Video vorspult. Ich glaube, ich werde da auch vielleicht schneien oder so. Aber Mann, ey. Fast Forwarding wäre hier vielleicht cool. Ja, das könnte ich machen. So, kletter da bitte hoch. Oh Gott, jetzt kann ich hier alles hochlaufen. Whee! Mann, ey. Okay, hier. Da drüben ist es. Ja, okay. Sehr schön. Da ist es. Ja, ich hab's. Sehr gut. Oh Gott, es ging ja ewig. Ah, okay, aber wenn schon ist hier das Level nicht schwer. Da muss man nur so ein bisschen Lianen schwingen. Da hinten hat es einen Pilz. Zack. Den muss man benutzen. Und dann kann man hier die Lianen benutzen. Und dann kriegt man denn die Münzen. Hallo, ich hätte gerne die Münze eingesammelt. Jetzt kriege ich das wieder nicht hin, ich sag's euch. Okay, zack, zack. Dann muss man hier rüberschwingen mit dem Ponytail-Twist. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch war. Oh Mann, ich kann mir immer die englischen Namen merken, aber Deutsch weiß ich nie. Ich sag's euch. Dann hier runter, dann wieder da hoch. Und das sollte gleich hier fertig sein. Zack, das war nicht schwer. Well done! Okay, gib mir die Banane, los. Los, du blödes Fass. Gib mir die Banane, gib mir die Banane. Dong, yeah, cooler Tanz, yeah. Okay, dann können wir auch gleich hier mit, Donkey. Hallo, ich möchte gerne Donkey auswählen und dann können wir da gleich uns mit dem Fass hochschießen. Aber das werden wir erst beim nächsten Part machen bei Let's Play Donkey Kong 64. Dankeschön, bis zum nächsten Mal, tschüss.